Ja, hi Leute und herzlich willkommen. Ja, heute machen wir mal den Beleuchtungscheck. Und zwar fängt der Winter jetzt an und die Fahrräder brauchen eine Beleuchtung. Und speziell mein Fahrrad hat die Beleuchtung an den Fahrakku mit angeschlossen. Heißt also nicht über eine externe Batterie bzw. Fahrradbeleuchtung mit einer integrierten Batterie, sondern wirklich hier in diesem Fahrtenregler ist gleichzeitig ja, die Steuerung für die Belichtung oder für die Beleuchtung. So, und einige meiner Zuschauer haben mich bereits gefragt per E-Mail und einer sogar in den Kommentaren: Hör mal, kannst du mir mal zeigen, wo die Pins angeschlossen werden an der Hauptplatine, damit man ja, sich das selber nachrüsten kann, weil viele Fahrräder haben das gleiche Bedienteil wie, ja, wie dieses Fahrrad, wie der Bergsteiger 6.8. Und das wollte ich euch gerade mal zeigen. Ich mache hier einfach mal den Fahrtenregler auf. Ich hoffe, der bleibt danach auch dicht. Das werde ich mir nochmal im Detail anschauen müssen. Nicht, dass ich danach Probleme bekomme und dass der in Regen ja, absäuft. Ja, und hier wollten wir einfach mal einen Blick reinwerfen und ich zeige euch, wo sind die Pins für die Beleuchtung angeschlossen. So, der Deckel ist ab. Boah, das ist ja vollgepackt mit Elektrobausteinen. Ja, das wird nicht so ganz gut, aber ich denke, wir werden das hier alles mal zerlegen, rausziehen und dann zeige ich euch, wo das Ganze angeschlossen ist. Ich hoffe, wir kriegen das wirklich hin. Also das sieht hier nicht so ganz einfach aus. Ja, und als erstes einmal hier das Licht, was hier hinten ist, ne, diese Lampe. Die hat hier dieses Kabel, das geht hier am Rahmen lang, kommt hier raus. So. Und ihr könnt hier diese Verbindung sehen. Ne? Das sind zwei Stück. Hier diese. So, und die sind hier nochmal abgezweigt. Das Kabel hier ist abgezweigt und geht einmal nach hinten und einmal hier durch den Rahmen nach vorne. Heißt also keine separate Stromversorgung. Es geht hier lediglich dieses Kabel hier in den Fahrtenregler rein. Und da müssen wir rausfinden, wo ist es dran gelötet. So, und so sieht es aus, wenn der Deckel ab ist. Also hier haben wir einmal zwei dicke Leitungen. Schaut euch das mal an, wie viele Pins hier sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und im Endeffekt kommen hier nur zwei, ja, auch nicht wirklich dicke Kabel raus, die zur Elektronik führen. Ja, kriegt man den hier überhaupt irgendwie raus? So, dann haben wir hier noch Imbusschräubchen, die müssen raus und dann können wir die Hauptplatine mal rausholen. So, und da haben wir auch schon die Platine, die ist lose. Dann versuchen wir die mal rauszuziehen. So, und so sieht's aus. Hier haben wir das Licht. Also hier ist erstmal irgendwas ganz provisorisch mit Tesa-Band bzw. Isolierband dran montiert. Und dann geht dieses Kabel, die beiden, die zur Beleuchtung gehen. Also das ist ja plus minus, die beiden hier gehen zum Licht. Und hier drunter, hier kommen dann drei Strippen raus, drei Stück. Wo gehen die hin? Das kann man hier gar nicht sehen. Das sieht mir fast so aus, als wäre es die Stromversorgung. Also das ist ganz normal Plus und Minus. Sobald der Akku dran ist, ist hier durchgehend Strom drauf. Und dann haben wir hier noch dieses Kabel. Das ist wahrscheinlich das Steuerungskabel, welches von oben vom An-Aus-Schalter angesteuert wird. Und hier müssen wir jetzt herausfinden, wo geht dieses dran. Schau mal, dieses geht. Es geht wieder hier in den Kabelbaum rein. In den Kabelbaum.
Also hat das damit irgendwie gar nichts zu tun, Leute. Also hier muss man einfach nur Strom haben. Und dieses Kabel für das Licht, das geht hier wieder in die Leitung, in diese Leitung hier. Diese verschwindet hier im Rahmen und geht wahrscheinlich wieder nach oben zum Fahrrad, zum Schalter. Also und der Schalter selber, beziehungsweise die Elektronik, das Bedienelement, ja, das ist hier überall einfach alles vergossen. Also hier jetzt selber Licht hinzufügen, das war echt nicht einfach. Also ich zeige euch das mal gerade aus der Nähe. Schaut mal selbst, wie das aussieht hier. Also das ist hier, das sind hier die zwei Kabel, die gehen hier rein. Wenn ich das hier aufmache, dann mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass ich meinen Controller kaputt mache. Und die beiden, die gehen hier rein, hier drunter, verstecken sich in der Platine. Und dieses eine hier, was auch hier reingeht, es geht hier hin zum Bedienteil oben. Also, na, seht ihr, das kommt hier raus und geht hier zum Bedienteil. Also gar nicht hier in die Platine rein. Das wird alles wirklich von oben gesteuert, also vom Bedienteil aus. Und hier muss einfach nur Strom angelegt werden, damit dieses zusätzliche Teil das aktiviert, das Licht. Hier ist gar nicht, das ist gar nicht das, der Fahrtenregler, der das regelt, sondern man braucht hier so einen Baustein und den muss man einfach dazwischen klemmen, so wie es aussieht. Aber guck mal, hier kann man auch nichts drauf erkennen. Das ist ein Baustein, der ist auch komplett zugegossen. Kann man auch nichts drauf erkennen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, Leute. Das ist schade. So, das bauen wir mal wieder zusammen. Ja, Leute, tut mir leid, dass ich nicht mehr machen kann, als euch das hier zu zeigen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wäre natürlich schön, wenn es ganz einfach gewesen wäre, wenn man einfach zwei Kabel sehen würde, die da irgendwo reingehen, die man anlöten kann. Aber ja, ich will jetzt meine Platine nicht komplett auseinandernehmen, um zu zeigen, wo werden die angeschlossen. Vielleicht sieht man das dann auch nicht richtig und möglicherweise geht dann ja meine Platine kaputt. Das war natürlich total schade. Wenn die mal durchbrennen sollte, dann werde ich die natürlich komplett öffnen und dann können wir uns das einmal im Detail anschauen. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, ist es wirklich so, es wird nicht hier drüber gesteuert, nicht über den Fahrtenregler. Das Licht an wird oben durch den Computer gesteuert und hier wird nur der Strom gespeist, so wie wir die zwei Kabel gesehen haben, das rote und das schwarze Kabel. Da wird einfach der Strom vom Akku gespeist und dann gibt es ja da diesen kleinen Knochen. Ich glaube, dieser kleine Knochen, das ist einfach so ein Wandler von 50 Volt auf, was haben wir hier, Fahrradlicht normalerweise, LED, 5 Volt, vielleicht sogar 12 Volt, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich ist das nur so ein Wandler, 50 auf 12 Volt mit einem Schalter, beziehungsweise mit einem Mikrorelais oder sowas, der dann hier oben an den Computer angeschlossen ist und das Signal, was wir ihm zuschicken, halt diesen Knopf halten, das ist wahrscheinlich das Signal, was zu diesem kleinen zusätzlichen Mikroschalter geht. Und das aktiviert ja das Licht an, Licht aus. Heißt also, eigentlich braucht man hier gar nicht dran gehen, beziehungsweise ja, nur um den Strom zu zapfen, aber die Elektronik für das Licht, damit man den Strom von hier speisen kann, die muss man sich einfach zusätzlich kaufen. Ich werde mal bei eBay gucken, ob ich da irgendwas finde oder bei Amazon. Mal schauen, vielleicht finde ich was. Wenn ich was finde, haue ich es unten in die Videobeschreibung. Natürlich ohne Gewähr, denn genau weiß ich das nicht. Ja, Leute, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt, alles außer Auto. Ciao.